Wahaha, da sind wir wieder und ich werde jetzt als erstes mal bei, oh mein Gott, sie sind geheilt, bei meinen Pokémon Bisasama an erste Stelle setzen, weil das garantiert sehr viel ausrichten wird. Sehr, sehr, sehr viel sogar. Ne, wir mussten ja da lang. Und ich nehme wieder den falschen. Egal, hoch da. Ja, ich habe auf dem Weg oder ja, auf dem Weg zurück vom Pokémon Center gerade nochmal mein Inventar geleert. Mondstein, cool. Ja, doch, komm, holen wir es uns, ist ja Latte. Ob wir es jetzt machen oder später, tut sich nicht viel. TM 7. War das nicht irgendwie, nee. Haben wir schon Hornbohrer, genau. Oh, Hornbohrer, ultimative alles zerstörende Attacke. Ja, diese One-Hit-KO-Attacken sind irgendwie schon cool, aber irgendwie auch nur total dämlich. Ja. Mir wird hier überhaupt nicht schwindelig auf den Dingern. Ich bin nämlich awesome. Gab's da unten nicht auch ein Item? Nachher mal nachgucken. So, hier waren wir, haben die nicht mal direkt abgegriffen. Jetzt heißt es Fahrstuhl fahren. Yay. Was ein riesiger Transportfahrstuhl. Okay. UG2. Was war UG2? Mal abgesehen von Untergeschoss 2. Aber egal. So, wo sind wir hier? Ja. Okay, wir sind gerade von Untergeschoss 2 zu Untergeschoss 2 gefahren. Fahren wir mal nach Untergeschoss 2. Oh mein Gott, wir sind ja schon wieder hier. Der Fahrstuhl hat sich zweimal bewegt und wir sind wieder hier. Oh mein Gott, der ist in ein Wurmloch gefahren. Nö, schnell nach UG4. Ding dong. Kein Schritt weiter! Ja, das kam jetzt unverhofft. Eigentlich wollte ich gleich links runterlatschen. Du hast unser Mondberg ganz schön gedemütigt. Aber Rache ist süß, du Rotznase. Team Rocket wants to battle. Sie fordern mich immer wieder mit den gleichen schwachen, dämlichen Pokémon heraus. Eigentlich würde ich sagen, los, Glutexo, aber nö. Das macht jetzt mal Mew, einfach weil Psychokinese und sehr effektiv und bam. Genau aus diesen Gründen. Wow. Pam. Very effective, Chosen. Dieser Sammer erreicht Level 13. Yay. Und lernt Rankenhieb. Cool. Jetzt kommt Mauzi. Kommt wieder Bisasam. Ich will jetzt mal, dass Bisasam hier ein wenig aufholt. Ich werde dann später auch noch Shiggy ins Team nehmen, aber ja, wir brauchen Tauburga dann noch für Fliegen, weil wir gleich nochmal nach Lavandia müssen. Hey, Spoiler! Ja, komm, Glutexo, zack. Was habe ich zu verlieren? Außer jede Menge HP. Oder auch nicht. Glut. Hoff schneller zu sein als ich. Das ist unfair. Glut. So. Bam. Critical. Und sicher gehen mit Supertrank. Ach komm, Kreideschreie auf damit. Hier, Kratzer. Alter, wenn das so weitergeht, dann ist mein Glutexo gleich One-Hit down. Lass das. Alter Schwede. Dreimal Kreideschrei. Huiuiui. Glutexo erreicht Level 24. Awesomeness. Glutexo versucht Raserei zu lernen. Nein.
Ist doof, ist eine Endlosattacke, genauso wie Wickel. Rettern. Ja, und Bisasam kommt wieder in die Arena. Bisasam! Schurk Bisasam und hallo Glutexo! Der gleich einen Biss reinkriegt, aber seine Verteidigungswerte sollten wieder normal sein, von daher ist mir das egal. Glut! Giftblick. Ich hasse Giftblick. Aber egal, so kann er uns wenigstens nicht mehr hier vergiften und so mit Giftstachel. Volltreffer und nochmal Glut. Komm, Glutexo. Bam. Schön. Bisasam erreicht Level 14. Jawoll ja. So ein Hohlkopf. Ne, 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 ne. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Hat einen Standardspruch, vergesst es nicht. So. Supertrank. Paraheiler. Schön. Und jetzt erstmal hier lang. Ich meine, hier war auch noch irgendwo ein Item in diesen, in Anführungszeichen, Schränken. Komisch. Aber hier haben wir Eisen. Verstärkt die Verteidigung, also immer schön den Spinat essen. In Spinat ist gar nicht so viel Eisen drin, das ist nur ein Kommafehler. Tja, ist halt so. Hallo du Typ du. Ach genau, hier war das drin, oder? Supertrank, jawoll. Egal, trotzdem nochmal weiter gucken hier. So. Hey, wer bist denn du? Du siehst so Mafiosi-mäßig aus. Ja, ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, du Wicht. Nur Wicht, nicht du. Giovanni möchte kämpfen. Giovanni setzt Onyx ein, ha. Wir haben ein Bisasam. Rankenhieb. Ja, daneben, du Hugo. Ja, super massiven Scheiße. Alter, wir sind 11 Level drunter und das macht so kacke viel Schaden. Das ist doch nicht normal. Ich bin jetzt gerade ein wenig positiv überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass es so hammermäßig viel Schaden macht. Krasse Sache. Rihorn. Ja, ich würde es auch gerne nur mit Bisasam fertig machen, aber da muss dann wohl doch Mew ran. Sein drittes Pokémon ist garantiert kein Snobeliket, deswegen werde ich dann gleich Glutexo einsetzen. Eisstrahl, Beam! Dim, dim, dim und tschüss. Bisasam mache ich Level 16, pam. War Bisasam derjenige, der sich auf 18 entwickelt? Ich weiß es nicht mehr. Egal, so, Glutexo. Den Sprite finde ich auch cool. Der von Rihorn hält sich noch so in Grenzen. Mega-Block. Du kannst jetzt nicht brennen und... okay, du kannst doch brennen. Mega-Block soll doch eigentlich vor allen Statusveränderungen schützen, oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Hm. Dann ist es vielleicht doch nur sowas wie Verwirrung und sowas. Was gibt's denn noch außer Verwirrung, was nicht gleich direkt Zustand ist, wie verbrannt oder sowas? Hm, verwirrt? Und quasi zurückschrecken, aber das gibt's ja, glaube ich, noch nicht. Nochmal Glut, pam. So, ich denke, mit der nächsten Glut sollte sich das gegessen haben. Feuer! Oder auch nicht, egal, hier kommen das... Verbrennen und so macht ihm jetzt sowieso hier tschüss, gib ihm den Rest und so. Weg, come on. Auch kein Level Up von fast 1000 EP? Nein, ich habe kläglich versagt. Hey, Bisasam entwickelt sich, doch auf Level 16, cool. B
Dieser Knosp. Jawohl, und wir haben schon unsere zweite quasi Starter-Pokémon-Entwicklung. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal jedoch lasse ich dich noch von deinen ziehen. Wir werden uns wiedersehen. Und er hat auch ein Pokéball hier hinten liegen lassen. Und das ist das Sylphscope. Scheißname. Ja, wir haben ein Bisaknosp, wir haben ein Bisaknosp. So, UG1. Ding dong. Aber ich finde scheiße, hier gibt es irgendwie keine coole Fahrstuhlmusik. Und nein. Was hast du hier verloren? Was ich verloren habe? Eigentlich gar nichts. Aber ich möchte gerne hier raus. Und du stehst mir halt im Weg. Deswegen, ne? Oh komm, nehmen wir Miu. Geht schneller. Ja, hier, stopp. Nein, böse aus Psychokinese. Wow. Bam. Die Attacke war sehr effektiv. Normal. Und Smogon, ja komm, setzen wir nochmal hier jetzt. Oder nehme ich Glutexo. Eigentlich braucht dieser Knossen. Ja komm, ich nehme Glutexo. Und ein Supertrank. Für Glutexo. 47 Kraftpunkte und Smog und daneben und Haha und Kratzer. Smog. Und Glut. Und Tackle. Und Glut. Und verbrannt. Und Tackle. Und Verbrennung schadet. Und Kratzer. Und überlebt. Und Tackle. Und Verbrennung schadet und Epic Win. So, 25, toll. Jetzt haben wir drei Level 25er. Geilo. Ah, was ist passiert? Was passiert ist, die Tür hat sich geöffnet. Magisch. So, dich hatten wir am Anfang schon platt gemacht. Raus hier. Ja, wir sind diese scheiß Musik los. Und wir zurück in der Geilen. Ja, komm, gleich eine Runde zocken. Yeah. Ah, nee, wir haben den Münzkorb abgelegt. Nein. Wir können unserer Sucht nicht nachgehen. Tauboga hatte ich Fliegen schon beigebracht. Das Sylphscope haben wir jetzt auch. Gerade nochmal hier die Items checken. Meterschutz, bla bla bla. Liftöffner brauchen wir nicht mehr. Mondstein können wir ablegen. Die TM können wir auch ablegen. Eisen auch. Sylphscope auch. Sylphscope natürlich nicht. So, wurde hergestellt. Lagerungssystem und so weiter. Ablegen. Ich will endlose Taschen. Top Ether Superball gegen Gift, bla bla bla. Tschüss, Liftöffner. Ja, genau. Den Liftöffner. Den brauchen wir nicht mehr. Den Mondstein habe ich vorerst auch keine Verwendung für. TM7 sowieso nicht. Was soll ich mit Hornbohrer? Könnte ich eigentlich auch verkaufen. Ist ja egal. Eisen auch ablegen. Ist ein Status-Item. Brauchen wir später erst, wenn ich irgendwann mal sage, komm, ich benutze das. Ja. Ah, scheiß Stimme, ey. Hier. Versagt. Nein, meine Stimme versagt. So, ich mache dann hier jetzt erstmal Schluss. Hahaha, ha, ha. Jetzt ist Ende Gelände. Zumindest für diese zwei Episoden für heute. Ich nehme jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weiter auf. Schon für morgen im Voraus quasi. Und wir sehen uns dann gleich, / morgen, wieder in Lavandia, direkt vor dem Pokémon Center. Bis dahin, noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Haut rein. Tschaußen.